Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 8. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir gehen erstmal ein bisschen rasten. Und wie viel kann man hier auffüllen? Für 35 Tage, das füllen wir auch auf wieder. Dann werden wir nochmal durchbuffen. Und dann fliegen das hier noch. Du zauberst vielleicht nochmal Steinhaut. Und dann geht es nämlich hier in das Ding hier, wo wir so wahnsinnig viele von diesen Einhörnern hatten. Oh. Da sind wir ja schon. Ach. Mit, dem sind aber... Okay, das fand ich jetzt irgendwie seltsam, dass die hier sind. Wir haben es besiegt. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Vielleicht ist das Respawn? Wir haben es besiegt. Wir haben es besiegt. Ist das jetzt Respawn, den wir hier haben? Weil da waren wir ja eigentlich schon gewesen und die Gegner hatten wir hier schon erledigt. Könnte natürlich sein, dass es Respawn ist, ich weiß es nicht. Wir haben es besiegt. Aber die Gegner hier sind eigentlich auch überhaupt kein Problem mehr hier. Bin dann nur mal gespannt, ob das genauso ist in diesen Dingsbums, in diesen Dungeon, den wir da noch hatten. Weil der war ja doch ein bisschen nicht ganz so einfach gewesen. Aber wenn ich jetzt sehe, wie wir die hier einfach so mal erledigen. Und zwar nur mit Pfeil und Bogen. Muss man ja auch noch dazu sagen. Wir haben ja nur Pfeil und Bogen gerade. Mist, das war falsch. So, sind wir jetzt eigentlich schon in dem Gebiet? Ja, ich glaube, so langsam sind wir in dem Gebiet. Ach, jemine. Wenn es so langsam weitergeht, dann brauche ich das gar nicht mehr zu zaubern. Es sind nur noch zwei Stück. In dem Fall erledigen wir das per Dings. So. Und jetzt hoch. Hier rüber. Und ja, hier haben wir sie. Und da bin ich der Meinung, dass Meteoritenregen noch ziemlich viel bringen könnte. Weil wir halt wirklich viel, viel Gegner haben. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach mal so, dass wir hier oben in der Luft sind. Weil da nehmen wir nämlich keinen Schaden, egal wo der Meteoritenregen runtergeht. Und dann dünnen wir die Herde quasi ein wenig aus. Einziges Problem ist, dass wir auch ein bisschen Schaden nehmen. Weil die ja auch Fernkämpfer sind. So. Ja, da sieht man schon, die machen wirklich gut Schaden eigentlich noch. Wie gesagt, weil es halt Fernkämpfer sind, dann können wir halt auch schlecht was machen. So, wieder mal was ausgedünnt. Noch was ausgedünnt. Ah, da könnten wir eigentlich auch mal was anderes noch ausprobieren. Das muss ich noch mal ausprobieren. Erstmal wieder. So. Du heilst. Und probieren wir doch mal den Dinger aus hier. Ja, doch. Ganz ordentlich eigentlich.
Andererseits, wenn ich sehe, was wir mit Pfeil und Bogen an Schaden machen, müsste ich gleich nochmal drauf achten, wie viel das jetzt genau ist. So, die nächsten, wo tot sind, du nochmal heilen. 34, ja doch, wir machen mehr Schaden damit. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist, wäre im Moment jedenfalls Verschwendung, das zu machen. So. Ja, ich heil dich ja schon. Keine Sorge. Du machst mit deinem Meteoritenregen hier so viel Schaden, dass du definitiv ja der Wichtigste im Moment jedenfalls bist. Von daher nochmal zack und aha, der Nächste liegt. Jetzt haben wir, es dürften nicht mehr allzu viele übrig sein. Die drei hier noch. Und da drüben sind auch noch mal welche. Gut gemacht. So, das war's. Hoppla. So, wir sind gelandet. Dann können wir jetzt erst einmal looten gehen. Und uns anschauen, was es da drüben gibt. Ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Mal sehen, ob da was Gescheites drin ist. Irgendwie bezweifle ich das. So. Und du nochmal. Ja, wie gesagt, irgendwie bezweifle ich, dass das... Obwohl, es gibt relativ viel Geld. Es gibt ein... Ja, so schlecht ist das Schild gar nicht. Das Schwert gar nicht. Es ist nichtig. Das hat wenig Nutzen. Das hat wenig Nutzen. Es passt nicht. Andererseits, so viel tolles Zeug. Das hat wenig Nutzen. Gibt's auch wirklich nicht hier drin. Das hat wenig Nutzen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das müssen wir nochmal genauer anschauen. Es ist nichtig. Kann weg. Das hat wenig Nutzen. So. Okay. Dann weiter nach Norden. Da ist nämlich. Ah, ein Obelisk. Hatten wir den schon? Ach, den hatten wir schon. Den Obelisk hatten wir schon. Okay. Ah, Mann. So. Ich sehe gerade, ich habe eine Sache vergessen. Ich habe vergessen, Timer zu stellen, aber ich sehe, wie lange wir aufgenommen haben. Ich glaube, so an die 8 Minuten gerade. Okay, egal. Lasst uns in die Lüfte steigen und uns zu diesem Dungeon führen. Ja, hier muss Respawn sein, weil hier sind so viele Gegner. Nee, hier ist Respawn. So, das ist auch der letzte Dungeon. Wenn ich mal so sagen darf, Moment, ich mach's mal so. Wir haben noch diesen Druidenkreis, wo ich jetzt hin will. Und dann haben wir als Dungeon eigentlich nur noch die Ebene der Erde, der Luft, des Wassers und des Feuers. Also die 4 Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Luft, genau. Die hätten wir noch übrig. Und natürlich noch diese Gegend von Regner, wo wir noch nicht hinkommen. Wo wir aber sicher sein können, dass wir hinkommen, weil wir schon einen Brief haben, um da hinzubringen. Und das finde ich doch ziemlich, ziemlich krass. Da oben ist es. Ach, die ganzen Gegner, die lasse ich jetzt einfach mal. Das ist mir jetzt zu viel. So, dafür gehen wir in den Druidenzirkel mal rein. Das dunkle Felsgestein dieser Monumente kommt nicht aus der näheren Umgebung. Der nächstgelegene Ort, an dem dieses Gestein gefunden werden kann, sind die Berge von Schattensumpf, hunderte Meilen entfernt. Los! Und ich glaube, ach, wir brauchen noch Licht. Das war ja, als wir das letzte Mal da waren, gefährlich. Ach, genau, das waren diese Elemente hier. Und genau diese Zerstörer. Ich erinnere mich. Und Dunkelzwerge. Geschafft.
Also die waren jetzt jedenfalls einfach. Jetzt kommen die Verwüster. Die haben uns ja die Probleme gemacht gehabt. Jetzt bin ich gespannt, ob wie gut das funktioniert. Hast du was abgekriegt? Nein. Irgendwas kaputt? Bei irgendjemand von euch? Ja. Funktioniert jetzt wieder. Und du darfst auch gleich wieder ansehen. Oh. Und du solltest auch das hier reparieren lassen. So. Es steht im Schatten. Ja, doch, die machen weiterhin relativ viel Schaden, das merkt man. Aber wir kommen so langsam ein bisschen zurecht. Wow, 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 wow. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Und wir sind hier natürlich im Murmelwald mit den ganzen Klerikern. So können wir es nicht wiederbeleben. Und er ist auch genau der Richtige, wo, ja. Er ist jetzt auch genau der Richtige. Wo uns natürlich... Wäre es ein anderer gewesen, hätte man nach Alva teleportieren können zum Tempel und gut wäre gewesen. Aber nein, das war der Falsche hier. Okay, den Hammer. Dann lasst uns doch einfach mal hier kurz hier reingehen. Oh. Ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass die uns so weit verfolgen werden. Ich weiß es nicht. Ich habe gehofft, dass wir da vielleicht... Ist mir unbekannt. Ja, der ist jetzt einfacher. Der ist jetzt irgendwie einfacher als die anderen hier. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Ja. Wenn wir da weiter reingehen, da haben wir leider auch wieder so ein... Okay, dann müssen wir... Dann versuchen wir den jetzt doch zu machen. Irgendwas kaputt? Ja, aber sowas von. Funktioniert jetzt mein Rucksack ist zu klein. Funktioniert jetzt wieder. Halt, welcher war denn das jetzt? Luftresistenz. Repariert. Nicht genug Platz. Okay, so. Ist da was kaputt gegangen gerade? Ja, natürlich ist was kaputt gegangen. Funktioniert jetzt wieder. So, die können weg auf jeden Fall. Der Verwüster, ich glaube, der ist der der macht, glaube ich, dieses große Problem. Jetzt kommt da wieder so einer dazwischen hier. So. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Jetzt haben wir den Zerstörer und den da wechseln sie sich jetzt natürlich wieder ab. Super. Achso. Repariert. Nicht genug Platz. Funktioniert jetzt kein Platz. So, aber jetzt kannst du das trinken. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. So, jetzt sind wir beim Zerstörer. Darf unser Kleriker auch mal wieder rankommen? Dankeschön. Dann machen wir das nämlich so. Verwüster und Zerstörer, beide haben jetzt im gelben Bereich. Ja gut. Ich speichere mal ab. Wir machen ja eigentlich auch ganz ordentlich Schaden. Muss man ja auch sagen. Na dann, los. Hammer. Jawohl, wir haben. Dann haben wir nur noch den Verwüster und der hat jetzt auch nicht mehr ganz so viel hier.
Meister ist tot. Okay, wir haben's. Wir haben es. Sehr schön. Gespeichert ist es von hier? Ja, ich glaube, wir hatten einfach zu viele Gegner hier. Dann lasst uns mal hier einfach mal die hier noch schnell machen. So. Ach, Mann. Und schon wieder. Das ist mir nicht bekannt. Das Problem ist tatsächlich, wir haben verdammt viele von diesen Gegnern hier. Wir haben verdammt viele von diesen blöden Gegnern. Oh, genau. Lasst uns mal vielleicht noch Regeneration reinmachen. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Die Gegner sind tatsächlich kein Problem, bis halt auf das, die Masse halt mal wieder es ausmacht, dass sie, ja. Die Masse macht's wieder aus. Bin gespannt, was wir hier finden, ob wir hier das Schild Eclipse finden. So. Ich glaube, die machen ja auch Fernkampf, das heißt, das bringt eigentlich nichts. Obwohl. Oder machen die. Was? Wieso ist er auf einmal wieder. Oh Mann. So, erstmal hier kurz ausdünnen. So, der erste ist weg. Der zweite ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Und die sind weg. Boah. Also, Schaden machen die noch wirklich eine ganze, ganze Menge. Das muss man schon sagen. Dass die immer noch eine ganze Menge an Schaden machen. So, irgendwas kaputt gegangen? Ja, natürlich ist was kaputt gegangen. Mein Rucksack ist zu klein. Das Schild hält auch wirklich nichts aus. Die Gegner hier machen wirklich das ganze Zeug sowas von einfach und so schnell kaputt. Nicht genug Platz. So, hier alles noch in Ordnung. Gut. Speichern wir mal und ich würde sagen, wir bleiben mal ganz kurz hier stehen und heilen uns hoch. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Und gut, dass wir mittlerweile auch Großmeister sind. Halt mal, hatten wir nicht auch irgendwie. Nee, den Zauber hatten wir nicht, oder? Großmeister im Dings hat doch auch eine Gruppenheilung, glaube ich, gegeben gehabt. Aber ich glaube, die haben wir nicht. Nee. Die Gruppenheilung müssten wir uns noch holen. Ja, das wäre jetzt schön, wenn wir die hätten. Wenn wir wieder in Rabenbucht sind, da können wir ja die ganzen Dinger. So. Da können wir ja die ganzen Dinger nochmal holen. Die Klerikerzauber. Und ich denke mal, da könnten wir, wenn wir Glück haben und vielleicht auch mit Laden und Speichern. So. Oh. Okay, schön. Da könnte man vielleicht an diesen Zauber rankommen. Das könnte das alles noch ein bisschen einfacher machen. Ein legendärer Gegenstand, ein Druidendiadem der Macht. Ein legendärer Gegenstand, der nur noch aus der Zeit der Alten stammt. Nur jemand mit der Macht eines Großdruiden ist in der Lage, diesen Gegenstand zu tragen. Wert 0.
Okay, das hört sich an, als ob das irgendwie noch ein Questgegenstand sein könnte. Ausdauer plus 13. Das ist nichtig. Genauigkeit plus 10. Das könnten wir uns mal genauer anschauen. Das ist nichtig. Das wird wenig nutzen. Der ist mein Rucksack ist zu klein. Passt nicht mehr rein. Uninteressant. Ist mir unbekannt. Es ist war nichtig. Mir klar, uninteressant. Uninteressant, aber es der hier, nichtig. Der könnte interessant sein. Weil du hast ja bisher nur den hier, 26, aber halt 15 Ausdauer und Regeneration der Trefferpunkte mit der Zeit. Oder dann lieber den hier machen mit 36. Weil Ausdauer ist eben auch nicht verkehrt. Passt nicht mehr rein. Na gut, machen wir trotzdem so. Alles klar, dann sind wir hier fertig. Dann sollten wir vielleicht hier noch ein paar Gegner erledigen. Wie kommen wir eigentlich hier wieder raus? Es war demütig. So. Okay. Ich denke, irgendwie müssen wir da einen Aufzug wieder bedienen können. Ist das da? Ist das hier? Hier ist aber nichts, steht da. Ach, das ist bestimmt für eine Falle. Wenn wir da in so eine Falle reingehen, dass es dann hier... Naja, ihr wisst schon. Okay. Dann Schwäche heilen. Und dann geht's weiter, denke ich mal. So, noch einmal. Speichern. Und dann würde ich auch die Folge beenden. Und dann schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwie weiter bewegen können. Vielleicht findet man ja noch das ein oder andere. Das Diadem sieht auf jeden Fall aus, als ob man das vielleicht später für irgendeine Quest brauchen könnte. Scheint ein Questgegenstand zu sein. Hätte ich jedenfalls gesagt. Schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.